Aufgepasst, meine Herde, beim Kauf der Technologie des großen Bruders, denn deren Zweck ist es, euch die Seele zu rauben. 13. März 2019, 16:10 Uhr. Dringender Aufruf von Jesus, dem guten Hirten, an seine Herde. Botschaft an Inag. Mein Friede sei mit euch, Schafe meiner Herde. Meine Herde, der schlechte Gebrauch der Technologie führt zur Zerstörung von Millionen Seelen, die Jugendlichen sind die verwundbarsten und sie sind es auch, die am weitesten von Gott entfernt sind. Die Menschheit dieser letzten Zeiten ist in die Technologie versunken, die ihr den Spielraum für das persönliche Gespräch und den zwischenmenschlichen Dialog raubt. Die Jugendlichen verbringen die ganze Zeit damit, aufs Handy zu schauen. Dieser Gott hat sich im Verstand der Jugend festgesetzt und raubt ihnen die Seele. Der Dialog, das Gebet und das gesunde Zusammenleben der Familie verschwinden aus den Wohnungen. Meine Jugendlichen und meine Kleinen wollen schon nicht mehr beten noch mit ihren Eltern sprechen, sie ziehen es vor, allein zu sein, sie haben die Götter der Technologie als Eltern adoptiert. Welche Traurigkeit fühle ich, so viele Kleine, Jugendliche und Erwachsene zu sehen, die mich ausgetauscht haben durch den Gott der Technologie. Ich, der ich die Liebe bin, mir verweigern sie die Liebe, der ich das Leben für meine Schafe gebe und der Hüter bin, der nie schläft, um über meine Herde zu wachen, erhalte von dieser Menschheit heute als Gegenleistung Undankbarkeit, Ablehnung und Vergessen. O taube und blinde Menschheit, wenn du den Verband nicht entfernst, der deine Ohren verstopft und deine Augen zudeckt, bevor die Zeit meiner Barmherzigkeit endet, so versichere ich euch, dass ihr in die Tiefen des Abgrundes fallen und für ewig sterben werdet. Meine Herde, eine neue Technologie ist im Begriff, in eurer Welt herausgegeben zu werden, und diese dient total meinem Widersacher. Verzichtet darauf, diese teuflische Technologie zu kaufen, denn deren Ziel ist die Kontrolle und Unterwerfung der Menschheit. Die Technologie des großen Bruders ist nicht von dieser Welt, es ist die Technologie der Unterwelt, der gefallenen Engel, die ihr Außerirdische nennt, damit bezwecken sie die Menschheit zu kontrollieren und zu versklaven. Alle, die diese Technologie benutzen, werden im Verstand gefangen sein und während der letzten Herrschaft meines Widersachers, werden sie die Ersten sein, die fallen. Die Welt wird sehr bald manipuliert werden durch die Technologie des großen Bruders, der alles sehen, kontrollieren und überwachen wird. Diese Technologie des Bösen wird die Seelen von Millionen von Wesen und Menschen rauben und den Weg für das Erscheinen des falschen Messias ebnen. Das Auge des Horrors, das alles sieht, wird darauf gedruckt sein, es ist das Zeichen, das es identifiziert, alles wird kontrolliert und überwacht werden, der Wille jener, die es benutzen, wird unterworfen. Vorsicht, meine Herde, mit dem Kauf dieser Technologie des großen Bruders, denn deren Ziel ist es, euch die Seele zu rauben. Mein Widersacher wird damit die Wohnungen übernehmen und alles, was ihr benutzt, die Privatsphäre wird verloren gehen und der Geist des Bösen, der in dieser Technologie ist, lässt viele verloren gehen. Bereite dich also vor, meine Herde, denn es nähern sich die Tage der letzten Herrschaft meines Widersachers, wo ihr durch die Wüste der Reinigung geht. Seid aufmerksam und vorsichtig, damit ihr die Fallen und Täuschungen meines Widersachers und seiner Instrumente des Bösen entdecken könnt. Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Bereut und bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Euer Meister, Jesus der gute Hirte. Gebt meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, Schafe meiner Herde.